Heute ist Tag 3 unseres Tauchkurses. Jetzt ist 7.45 Uhr. Jetzt geht es nochmal zur letzten Theoriestunde. Um 11 Uhr ist dann die theoretische Prüfung. Und wenn wir die bestanden haben, geht es mit dem Boot raus zu unserem ersten richtigen Tauchgang. Was wir gestern leider erfahren haben, ist, dass wir keine Kamera mitnehmen dürfen auf den Tauchkurs, also keine GoPro oder so. Was aber natürlich völlig verständlich ist, weil wir da sind, um das Tauchen zu lernen und nicht um schon unseren Tauchgang zu filmen. Genau, das heißt, da müsst ihr dann warten bis zum ersten Mal, wenn wir unseren Tauchschein haben und wir einen Tauchgang machen, bis ihr da Bilder sehen könnt. Gerade eben hatten wir unsere theoretische Prüfung, die besteht aus 50 Fragen und das war also gar kein Problem. Die Fragen sind so einfach und man wird auch wirklich darauf vorbereitet, das ist so ein bisschen wie so ein Idiotentest. Das haben wir geschafft. Jetzt warten wir hier noch 20 Minuten und dann geht es auch schon aufs Boot und wir fahren raus. Als erstes kommt ein 6 Meter Tauchgang und dann ein 12 Meter Tauchgang, also alles ganz entspannt heute. Und wir schauen mal, wir nehmen die Kamera mit, aber unter Wasser geht es nicht. Ja. Wir gehen nochmal schnorcheln. Dann nehmen wir sie mit. Hi, I'm John. I'm a dive instructor. I'm from England. We are going to have a great time together. Can't wait to get started. It's going to be good, man. I just want to check the conditions. It's nice out. All right. Real nice. Na, das war unser Tauchlehrer. Coole Sau. Also. Witzige Socke, ja. Bis später. Erster Tauchgang ist vorbei. Lisa, voller Erfolg. Ja. Jetzt kommt Tauchgang 2. Wir erzählen euch, wie der Tauchkurs war, sobald wir zu Hause sind. Jetzt sind wir noch schnell essen. Wir sind in so einem super Touri-Laden, aber ich hatte einfach Bock auf Pizza. Und der Laden ist jetzt früh gemacht, der heißt The Godfather und überall sind so Bilder und Zitate von der Party. Also das ist ganz cool. Jetzt gibt's Pizza und dann fahren wir nach Hause und erzählen mal von unserem Tag. Johannes ist jetzt auch satt geworden und wir sind jetzt wieder auf dem Zimmer und wollten ja noch von unseren zwei Tauchgängen berichten. Unsere zwei Tauchgänge heute liefen ziemlich gut. Wir haben all die Skills, die wir im Pool gemacht haben, mussten wir dann unter Wasser nochmal machen. Unser erster Tauchgang ging fast eine Stunde lang, 56 Minuten waren wir unter Wasser. Und auch beim zweiten Mal waren wir 50 Minuten unter Wasser, jeweils ungefähr 12 Meter tief. Und das Coole hier ist, das Wasser ist wirklich glasklar. Man kann bis zum Boden runterschauen. Wir haben so viele verschiedene Tiere gesehen. Für mich am coolsten war so ein großer Kugelfisch, den wir gesehen haben, aber der hat sich irgendwie nicht aufgeblasen, was ja ein gutes Zeichen ist. Und was haben wir noch gesehen? Moränen. Wir haben Moränen gesehen, aber nur, ja, nicht so große. Barracudas haben wir gesehen. Dann haben wir ganz, ganz viele Nemos gesehen, so Anemonenfische, Papageifische. Wir haben viele Papageifische gesehen. Rochen haben wir gesehen. Der Tag hat jetzt dazu geführt, dass ich mich richtig auf morgen freue, weil morgen kommen dann die richtig tiefen Tauchgänge. Da gehen wir zweimal runter auf 18 Meter, also das, was wir dann maximal erlaubt sind zu tauchen. Und da soll es dann nochmal richtig große Fische geben. Da freue ich mich riesig drauf. Aber dafür müssen wir morgen um 5 Uhr aufstehen, weil um 6 Uhr wir bereits an der Tauchschule sein müssen. Deswegen ab ins Bett. Tag 2 des Tauchkurses. Jetzt ist 7.45 Uhr. Tag 3. Oh ja. Wow, krass. Das ist ein bisschen unangenehm für mich. Ja, aber der Oktopus ist wichtig.
Ja, das macht sie doch schon gar nicht schlecht. Hey.